Die Destiny 2 PS4 und Xbox One Beta ist im vollen Gange und wir haben das mal zum Anlass genommen und eine Umfrage gestartet. Sandro Orak, danke, dass du auch hier bist. Hallo, du kannst mir bestimmt ein paar Antworten dazu geben. Und zwar, die Umfrage lautete, spielen Sie aktuell die Beta von Destiny 2 auf PS4 oder Xbox One? Und da sind natürlich ein paar Antworten vorgegeben. Die Antworten sind eigentlich gar nicht so wichtig alle, also nicht so ganz für die Auswertung, die es jetzt gehen soll, sondern das Interessante ist, dass 55% sagen, sie haben überhaupt kein Interesse an Destiny 2. Und das, obwohl wir ja vor kurzem erst auch eine Umfrage auf der GameStar hatten zur Auswahl der eigenen Spielesysteme, mhm, die die Leute zu Hause haben. Mhm. Die PlayStation 4 war da, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mit 60% ja, auf dem Treppchen ganz weit vorne. Also 60% der GameStar-Leser haben auch eine PlayStation 4. Mhm. Gleichzeitig sagen 55% der GameStar-Leser, dieses PlayStation 4-Spiel interessiert mich gar nicht. Deswegen frage ich dich jetzt, Sandro, ist das kein GameStar-Spiel? Was ist da los? Das ist ein Spiel, das einfach super leicht zu unterschätzen ist. Mhm. Wir sehen es ja auch, die zweithäufigste Frage, das muss man der Community auch lassen, mit 30% war nein, ich warte erstmal die PC-Beta ab. Das ist sicherlich vollkommen valide, ja? Vollkommen valides Argument. Ja? Wir sind eine PC-Gaming-Community, wir wollen das Spiel natürlich in 4K sehen. Ja? Und, mit Maus und Tastatur. Und da kommen wir auch schon zu einem der großen Probleme, mhm, ja? In Anführungszeichen Probleme, dass eben Destiny in seiner Wahrnehmung auch hat. Denn Destiny 1 war ja ein reines Konsolenspiel. Mhm. Das kam damals gar nicht für den PC raus. Und deshalb hat es auch, glaube ich, heute noch ein super, super schweres Standing in der PC-Community. Mhm. Denn, und auch das muss man ja lassen, da hat der gute Kollege Marco Risch von Nerdkultur hier auf GameStar mal einen Beitrag zu gemacht, weil, mhm, er ist ein ganz, ganz großer Destiny-Fan, mhm, und ein aktiver Destiny-Spieler. Mhm. Destiny hat ist von Grund auf im Kern fürs Gamepad gemacht worden. Mhm. Denn es hat wirklich einen numerischen Auto-Aim-Wert. Mhm. Ja? Etwas, was wir am PC uns ja gar nicht vorstellen können, was ja für uns immer Cheating ist, ja? und verpönt. Auto-Aim, das wollen wir nicht, denn wir können ja schon präzise mit der Maus und Tastatur ziehen. Das ist quasi die alte Legacy, also das Vermächtnis von Halo 1, wenn man so noch ganz will. Ganz genau, das sind ja was auch schon eine, in Anführungszeichen, fantastische Gamepad-Steuerung hatte, die aber natürlich nicht nur fantastisch in den Abrufwerten jetzt von den Sticks war, sondern eben auch durch dieses Auto-Aim, ja. Es hat ja auch damals den Shooter, ja, natürlich jetzt, wenn man noch weiter zurückgeht in der Historie, gibt es natürlich auch GoldenEye und so weiter, aber ich fand, Halo hat den Shooter so wirklich auf Konsolen salonfähig gemacht. Mhm. Und Bungie, und die Halo Entwickler von Halo, ja, entwickeln ja jetzt Destiny, also das, mhm, das sind die Leute, die den Konsolenshooter sozusagen revolutioniert haben. Und unter diesem Stern steht halt Destiny 2 jetzt, und, mhm, ich glaube, ein bisschen zu Unrecht. Ja. Heiko Klinge hat die PC-Version ja auf der E3 schon selber spielen können, mhm, und ist der Meinung, da braucht man sich nicht drum sorgen. Das wird klappen. Ja. Wir werden es demnächst ausprobieren können. Ende August startet die Beta auch auf dem PC. Mhm. Und ich bin jetzt der Meinung, dass wir aufpassen müssen, das Spiel nicht zu unterschätzen. Denn, mhm, ich habe diesen Fehler bei Destiny 1 schon gemacht. Ja. Ja. Wir müssen auch uns mal überlegen an der Stelle, also das ist jetzt kein Pro oder Contra Destiny an sich, aber einfach mal kurz zur Definition, was ist Destiny überhaupt für ein Spiel? Weil da hat gerade Teil 1 ein bisschen Probleme gehabt in der Vermarktung, meiner Meinung nach. Ich bin in der Pressekonferenz auch diesem Hoax aufgesessen und dachte als alter WoW-Fan, wow, cool, und da habe ich eine frei begehbare Welt und dann kommt hier ein Raumschiff mit meinem Kumpel an und wir verabreden uns und gehen in den Dungeon rein und Mann, wie cool, und dann ist es auch noch so toll inszeniert und am Schluss, als ich es dann selber gespielt habe, dachte ich mir, Moment mal, das ist ja, wir kommen ja beide hier raus und wir gehen halt hier rein, weil hier halt dieser Dungeon ist, da ist kein anderer Dungeon und wir laufen ja auch nicht in der freien Welt rum und überlegen uns, wo wir hingehen, sondern das ist halt ein mir vorgegebenes Ding und brauchen wir uns nichts vormachen, Destiny 2 ist in der Beziehung, wenn auch um Features und Grafik und Sachen erweitert, genau das Gleiche. Also da mache ich mir wirklich überhaupt keinen Kopf. Ich erwarte nicht, dass Destiny 2 die, ich will jetzt nicht sagen Fehler, sondern die Sachen, die ich damals erwartet habe, die dann nicht drin waren, ausbügelt. Mhm. Denn, das muss man mal so dazu auch laut sagen, Destiny 1 hat hervorragend geklappt. Ja? Mhm. Es hat nur zum Beispiel mich persönlich enttäuscht. Ich habe damals auch eine in Anführungszeichen schlechte Wertung gegeben. Ich glaube eine 7 oder sowas. Das wurde damals sehr negativ aufgenommen von Fans. Was, von 100? 70, in einem anderen Wertungssystem. Nein, in einem anderen Magazin. Okay. Ja. Und das wurde damals auch negativ aufgenommen, ja, weil
mir dann da vorgeworfen wurde, ich hätte das Spiel nicht verstanden. Und rückblickend muss ich sagen, vielleicht habe ich es nicht verstanden. Mhm. Ja? Ich habe Destiny eben als ein Shooter wahrgenommen, der eine Lore hat, eine reichhaltige Lore, und das hat er ja. Ja, er hat sie halt dummerweise nur in so einer albernen Handy-App erzählt und nicht im Spiel selber. Mhm. Ich habe halt erwartet, dass es Story-Sequenzen, Kampagnensequenzen gibt, dass ich diesem Live-Gedanken entsprechend ständig mit neuem Inhalt versorgt werde. Und ich habe nicht erwartet, dass ich ein Sonnensystem habe, in dem ich wirklich auf mehrere unterschiedliche Planeten fliegen kann und dann aber immer wieder an dieselben Orte zurückkehre. Ja, das hat mich einfach persönlich nicht erwartet, weil mir das Marketing so ein bisschen was anderes versprochen hat. Mhm. So, und jetzt muss ich sagen, ich bin nach 12 Stunden ausgestiegen, nach 8 Stunden habe ich alle Inhalte einmal gesehen und dann habe ich noch ein paar Stunden weitergespielt in der Hoffnung, da kommt noch was. Also da geht doch jetzt, also das kann doch jetzt nicht sein, dass ich muss jetzt bestimmt nur ein, zwei Raids oder ein, zwei Missionen nochmal wiederholen und dann geht das schon weiter, dann kommt neuer Content. Und der kam halt für mich nicht, deshalb bin ich an der Stelle halt ausgestiegen. Also es lebt davon, dass du kannst es natürlich auch alleine spielen, hast immer noch ein super Gunplay und Minute-to-Minute-Gunplay, wie man es ja so nennt, aber letztendlich ist es ein Spiel, das davon lebt, dass du ein soziales Erlebnis hast mit deinen Freunden und dass das, was du da tust, während du dich mit ihnen vielleicht unterhältst oder was auch immer tust, einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl beim Spielen hast, weil das Gameplay so perfektioniert ist. Und auch deswegen kann man hier gleich mal die Brücke schlagen, passt es so gut in den Blizzard-Launcher rein. Überleitung, weil man kann es wirklich sehr, sehr gut mit Diablo vergleichen, jetzt natürlich nicht vom Gameplay oder vom Genre her, aber letztendlich hat Diablo eine große Lore, ja. Es wird dir alles in so kleinen Voice-Snippets erzählt, die dir dann, da liegt hier mal ein Dokument rum, du machst es auf und dann kommt halt eine vertonte Sequenz. Du kannst es aber auch einfach ignorieren. Und Spoiler, die meisten Leute ignorieren es, weil sie es entweder schon kennen oder weil es ihnen auch einfach egal ist, ja. Eine World of Warcraft ist im Endeffekt genauso. Es wird dir verkauft, dass du machst epische Schlachten, du hast, was weiß ich, die Fähigkeit heroischer Schlag und du kannst du drückst halt bunte Tasten. Die armen Leute, die diese Questtexte schreiben müssen. Ich habe noch nie einen gelesen. Genau. Aber du hast halt ein wahnsinniges gutes Gefühl beim Spielen, wenn du auf so natürlich eine Art Spiele stehst, weil es ja einfach Spaß macht. Wir müssen auch mal ganz klar sagen, das ist kein E-Sports-Titel. Ja, das ist kein Counter-Strike und kein, was spielt man sonst so als Shooter noch im E-Sport? Overwatch vielleicht, ja. Sondern darin musst du nicht gut sein. Genau wie bei Diablo hier auch wieder. Es gibt keine Möglichkeit, also fast keine Möglichkeit, bei Diablo richtig schlecht zu sein, es sei denn, dir sind beide Arme abgehackt. Du definierst dich, die Qualität deiner Spielfigur definiert sich ausschließlich über das Equipment, das du anhast. Das mag hier ein bisschen anders sein, weil du musst immer noch zielen und so, aber durch dieses Auto-Aim und diese Geschichten ist es letztendlich das Gleiche und du machst halt dasselbe immer und immer wieder, triffst dich mit Freunden in deinem Social Hub, zeigst, was du für neue Emotes hast, gibst dafür vielleicht auch noch Geld aus, gut, anderes Thema, aber irgendwie, auch dafür passt es in den Blizzard-Launcher und dafür, und so muss man es am Ende auch bewerten. Ja? Das ist halt dieses Spiel, ob es dann was für einen ist oder nicht, muss man dann am Ende selber wissen. Ich finde den Vergleich mit Diablo ganz hervorragend, weil hätte ich das damals gemacht, hätte ich das Spiel vielleicht auch ganz anders aufgenommen und wäre vielleicht auch länger dabei geblieben. Mhm. Wie du gesagt hast, das ist eine sehr soziale Komponente, finde ich, dabei. Ich habe wirklich Freunde, die das hunderte Stunden gespielt haben, aber halt nicht, weil sie irgendwas noch erreichen wollten. Also klar, die haben dann die nächste Gjallarhorn-Waffe jagen wollen oder finden wollen und sind zusammen Raids gemacht, dass sie diese Waffe alle bekommen. Aber es war vor allem eben diese soziale Sache. Ja? Sie haben das zusammengezockt. Mhm. Und da ist es nicht wichtig, so wie du das gerade sagtest, es ist nicht wichtig, dass du das jeden Tag spielst. Ich finde, Destiny ist ein super Spiel, dass du so nebenbei spielen kannst. Da musst du nicht gut darin sein, sondern du kannst das anmachen, wenn deine Freunde da sind. Und dann kannst du es ausmachen, wenn sie weg sind. Und dazwischen einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Ja? Indem du relativ repetitives Gameplay hast. Ja? Du hast immer wieder dieselben Gegner, dieselben Orte. Und trotzdem macht es eben Spaß, alleine aus diesem Grund heraus, dass du das mit deinen Kumpels machst und dass du trotzdem immer wieder irgendwie was Neues auch erlebst. Ja? Und und natürlich halt Loot jagst. Ja? Diese Loot-Spirale ist darin hat da sehr gut darin funktioniert. Hashtag ja? Loot-Höhle, ja? Loot, genau, die Loot-Höhle.
Und ich bin davon überzeugt, dass das bei Destiny 2 genauso wird. Mhm. Ja. Und da muss man jetzt auch sagen, bei Destiny 1 hat ja am Anfang, als es dann rauskam, gab es ja wirklich sehr, sehr viele negative Stimmen. Mich zum Beispiel. Mhm. Und dann sind diese Kritiker sind einfach halt ausgestiegen. Und es hat sich aber eine, finde ich, sehr, sehr treue Community gehalten. Also Destiny ist ein Spiel, das ich aus meiner Betrachtung heraus unwahrscheinlich lange gehalten hat und eine sehr, sehr, sehr treue Community hatte, weil das Spiel eben nicht darauf ausgelegt ist, dass du es ständig spielen musst, dass du ständig trainieren musst, sondern das Minute-to-Minute-Gameplay, Gunplay ist einfach so, geht dir so in Fleisch und Blut über, dass du das jederzeit abrufen kannst, mhm, und ein- und aussteigen kannst, wie du willst. Und das ist, finde ich, was am PC genauso funktionieren kann wie auf der Konsole. Und deshalb, finde ich, sollte man Destiny 2 zumindest noch nicht ganz abschreiben. Das ist ein schönes Schlusswort. Abschreiben würde ich es an der Stelle auch nicht. Wie gesagt, man sollte wissen, was es ist und ob es grundsätzlich was für einen ist. Ja, das muss man halt wirklich. Weil wenn ich jetzt wüsste, dass es ein Europa Universalis 4 ist, dann würde ich es von vornherein auch nicht spielen. Ja. Aber man bewertet jetzt, es nach dem, was es ist. Man sollte wirklich nicht erwarten, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Story-Shooter wird. Ja? Es gibt mehr Story-Elemente, ja, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das irgendwie Überhand nimmt. Es wird kein großartig inszeniertes Spiel werden. Es wird kein Spiel sein, das dich an die Hand nimmt und von A bis Z, ja, vom Anfang bis zum Ende, ja, durchschleift, sondern es gibt dir eine Welt, in der du dich ein bisschen austoben kannst und in der es aber halt vor allem darum geht, dass du das mit Freunden machst und mit anderen Menschen zusammen und dabei halt einfach eine gute Zeit hast. So wie wir beide jeden Tag. So wie wir beide jeden Tag hier im Büro. Bei uns wird es natürlich weitergehen mit Destiny jetzt auf dem Weg zur PC-Beta. Und wenn die PC-Beta dann spielbar ist, gibt es davon natürlich auch Footage und Videos. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.